Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 13 der Reihe über romantische Liebesliteratur im Abendland. Und heute geht es wieder um die Frau und heute vor allem um die Frau in ihrer Rolle als Kind. Das ist etwas ganz Eigentümliches für diese Zeit, für das späte 18. und 19. Jahrhundert. Und ich möchte Ihnen heute eine Frau vorstellen, die eine ganz emanzipierte, eine ganz intellektuelle, eine sehr selbstbewusste Frau gewesen ist und die ihr ganzes Leben lang sich aufgeführt hat, als wäre sie ein Kind, weil sie die Kindlichkeit so geschätzt hat. Das wollen wir uns heute anschauen. Sie werden schon erraten haben, um wen es sich bei dieser Frau handelt. Es ist nämlich Bettine von Arnim. Geborene Elisabeth Katharina Ludovica Magdalena Brentano, geboren am 4. April 1785 in Frankfurt am Main, gestorben am 20. Januar 1859 in Berlin. Sie war das siebte von 12 Kindern des Kaufmanns Peter Anton Brentano, von seiner zweiten Frau Maximiliane La Roche, der Tochter der Schriftstellerin Sophie La Roche. Eine begüterte adlige Familie. Der Vater hat eine große Ex- und Importfirma und Bettina hat nach seinem Tod beträchtlich geerbt. Schon früh hat man sie den Kobold genannt, denn sie hat ein Verhalten an den Tag gelegt, was außergewöhnlich war. 1793 stirbt die Mutter, der Vater heiratet noch einmal, insgesamt wird sie 20 Geschwister haben. Bettine wird erzogen in der Ursulinenschule Fritzlar bei Kassel. 1797 stirbt der Vater und Bettine wird zu Großmutter Sophie La Roche gebracht. Diese Schriftstellerin hat dann sie sehr freizügig erzogen, ihre Fantasie gefördert, ihre literarischen Anlage und ganz sicher hat sie sie auf diesen sehr emanzipierten Weg gebracht. Bettine von Arnim, Bettine Brentano war befreundet mit den wichtigsten Personen zu dieser Zeit, unter anderem mit Caroline Günderode 1804, die 2 Jahre später Selbstmord begangen hat. Ihr Bruder arbeitete ja mit Achim von Arnim zusammen und die beiden gaben zusammen das Knaben Wunderhorn heraus und Achim von Arnim wird dann eben 1811 auch Bettine heiraten. 1807 begegnet Bettine von Arnim, Bettine Brentano, zum ersten Mal Goethe. Sie trifft 3 Jahre später, übrigens auf einer Reise, auch Ludwig van Beethoven, lernt Tieck kennen. Es entsteht ein enger Kontakt zu den Gebrüdern Grimm. Sie lernt Rahel Farnhagen kennen. Sie bewegt sich nun wirklich eben in der intellektuellen High Society ihrer Welt. Und während ihrer Ehe mit Achim von Arnim leben die beiden getrennt. Sie in Berlin, er auf seinem Gut Wiepersdorf in der Nähe von Jüterbog. Und sie treffen sich nur ab und zu, aber bringen es immerhin insgesamt auf 7 Kinder. Bettine bekommt 7 Kinder von ihm. Sie ist eine fanatische Goethe-Fan. 1824 entwirft sie sogar ein Denkmal für ihn, das dann tatsächlich auch von dem Bildhauer Karl Steinhäuser ausgeführt wird und in Weimar aufgestellt wird. Aus Carrara-Marmor zeigt es Goethe als antiken Gott, den Dichterfürsten, vor ihm ein Mädchen, ein Kind fast noch, die weibliche Psyche. Nach dem Tod ihres Mannes wird Bettine nun wirklich öffentlichkeitswirksam aktiv. Sie engagiert sich sozial, also in vorbildlicher Form, engagiert sich für Arme und Kranke, gibt eine kritische Sozialreportage heraus, die dann auch prompt verboten wird in Bayern, spricht sich gegen die Todesstrafe aus.
Sie fordert die politische Gleichstellung von Frauen und Juden. Sie sammelt Material für ein Armenbuch, das aber bereits vor seinem Erscheinen von der preußischen Zensur verboten wird. Sie schätzt die Ideen der französischen Frühsozialisten, trifft sich mit Karl Marx. Sie ist wirklich nun auch eine linke, moderne, sehr selbstbewusste Frau, die dann eben leider 1854 einen Schlaganfall erleidet und sich davon nicht mehr richtig erholt und 5 Jahre später eben 1859 stirbt und neben ihrem Mann in Wiebersdorf beigesetzt wird. 1985 wird die Bettina von Arnim Gesellschaft gegründet und sie ist sogar abgebildet gewesen auf einem 5-D-Mark-Schein von 1992. Sie hatte Kontakte zu Schleiermacher, sie kannte die Komponisten Mendelssohn, Bartholdy, Brahms, Schumann, sie traf die Schwester von Arthur Schopenhauer, sie lernte die letzte Geliebte Goethes kennen, Marianne von Willemer. Und sie bewirkte, dass die Gebrüder Grimm, die mit einem Berufsverbot belegt worden waren, seit 1837 wegen ihrer Unterstützung der Göttinger Sieben, einen Ruf an die Berliner Uni bekamen. Also eine wirklich aktive, politisch interessierte Frau, die nun aber fasziniert ist von Goethe und 1806 sogar eine Freundschaft mit Goethes Mutter beginnt, um ihrem Idol näher zu sein, eine Verehrung, die auch von ihrem Bruder Clemens gefördert wird. Sie schreibt Goethe schwärmerische Briefe, die er nicht beantwortet, und man würde sie heute fast wie eine Stalkerin Goethes nennen. 1807 darf sie ihn das erste Mal besuchen in Weimar, es kommt zu einem Briefwechsel. Und diesen Briefwechsel gibt sie angeblich nach seinem Tod 1835 heraus, aber die Briefe, die sie da herausgibt, sind gefaked, sind Literatur und nicht Dokumente. 1811 kommt es dann zu einem Bruch mit Goethe, und zwar weil sich Bettine mit dessen Ehefrau zofft. Die beiden sind in der Ausstellung, sie sind unterschiedlicher Meinung über das Werk, und Christine, die Frau Goethes, reißt Bettina die Brille von der Nase, und Bettine tituliert sie daraufhin eine wahnsinnige Blutwurst. Das war dann doch zu viel des Guten, und Goethe verbot ihr und ihrem Mann den Zutritt zu seinem Haus. Die beiden Ehepaare trafen, oder Goethe traf mit dem Ehepaar dann doch noch einmal zusammen in Bad Teplitz, aber Goethe nahm von Bettine und ihrem Mann keine Notiz und nannte sie dann sogar die Tollhäusler. Ihre Briefe blieben unbeantwortet. Goethes Briefwechsel mit einem Kinde, 1835 nach seinem Tod herausgegeben, hat das Goethe-Bild ganz entscheidend beeinflusst. Es wurde schon zu seiner Zeit kritisiert, dieses Buch. Ludwig Tieck hat es Quartal genannt, der einzige grobe Lüge, aber es hat einen enormen Einfluss gehabt auf die Rezeption Goethes. Die Originalbriefe wurden dann erst 1929 publiziert und sie zeigen, dass zwischen Realität und Fiktion eine große Kluft auch hier bestand. Das Interessante ist eben, wie ich finde, dass diese so intellektuelle, so selbstbewusste, so willensstarke Frau sich ihr Leben lang immer bemüht hat, wie ein Kind zu wirken, kindlich zu wirken, kindlich zu bleiben. Das hat sie richtig ausgelebt. Und zwar hat sie zum Beispiel immer wieder betont, eben, dass sie in Jugendjahren auf Bäume geklettert sei. Sie bevorzugte Hocker und Schemel und einen Platz unter dem Tisch. Das zog sie ordentlichen Stühlen vor, auf denen die Erwachsenen saßen.
Sie bevorzugte auf den Reisen Männerkleidung und bezeichnete das als ihre kleine Freiheit, eben wollte keine erwachsene Frau sein. Sie war eine ganz große Freiheitskämpferin. Sie hat ein ganz großes Freiheitsbedürfnis gehabt. Und das hat sie eben ausleben können oder geglaubt ausleben zu können als Kind und eben nicht in der Rolle als erwachsene Frau und mit diesem neuen Rollenverständnis als Mutter. Zeitgenossen haben sie das immer Kind genannt. Das ist ihr sozusagen hängen geblieben und das hat sie auch selbst immer, immer wieder betont. Ich lese Ihnen aus diesem Briefwechsel Goethes mit einem Kinde Stellen vor, in denen das immer wieder deutlich wird, wie sie sich als Kind ihm gegenüber gibt. Erste Begegnung mit Goethe. Er sah mich lange an und wir waren beide still. Er fragt: Hat dir noch nie jemand den Busen berührt? Nein, sagte ich, mir selbst ist es so fremd, dass du mich anrührst. Da drückte er viele und heftige Küsse mir auf den Hals. Mir war bang, er solle mich loslassen, und doch war er so gewaltig schön. Bettine identifizierte sich mit Goethes Gestalten, unter anderem mit diesem Kind, Frau Mignon, und Goethe war ein Gott für sie. Ich zitiere aus diesem Briefwechsel: Sie hat viele Briefe an ihn unterschrieben mit Ihr Kind Bettine. Oder Goethe habe sie folgendermaßen angeredet: Armes Kind, habe ich Sie erschreckt? Das waren die ersten Worte, mit denen seine Stimme mir ins Herz drang. Oder er hat sie ihr gesagt, angeblich: Sie sind ein freundliches Kind. Sie beschreibt, wie sie sich ihm gegenüber verhält, sehr unangepasst. Dann setze ich mich an die Erde und lege den Kopf auf ihren Schoß, oder ich drücke ihre Hand an meinen Mund, oder ich stehe an ihrer Seite und umfasse ihren Hals, und es währt lange, bis ich eine Stellung finde, in der ich beharre. Dann plaudere ich, wie es mir behagt. Die Antwort aber, die ich mir in ihrem Namen gebe, spreche ich mit Bedacht aus: Mein Kind. Anderes Zitat. Sie stellt sich vor, wie Goethe einen Brief von ihr bekommt. Und nun bricht Goethe seinen Brief auf und findet das unmündige Stammeln eines unbedeutenden Kindes. Goethe habe zu ihr gesagt: Du bist ein feines Kind und ich lese deine lieben Briefe mit innigem Vergnügen und werde sie gewiss immer wieder lesen mit demselben Genuss. Goethe habe sie folgendermaßen betitelt: Lieb Kind, mein artig Herz, mein einzig Liebchen, klein Mäuschen, die süßen Worte, mit denen du mich verwöhntest. Wie kann das sein? Wie kann so eine emanzipierte Frau sich so kindlich verhalten, dass, und so wenig erwachsen rüberkommen wollen? Darauf werde ich später noch einmal genau eingehen, denn dahinter steckt ein ganz intellektuelles Konzept, was sehr schön Odo Marquardt, der Philosoph, den Sie vielleicht aus dem Fernsehen auch kennen, einmal in einem Aufsatz beschrieben hat, nämlich die Nähe des Genies zum Kinde, der Doppelcharakter des Genies, das einem Kind in gewisser Hinsicht auch ähnelt. Und so kommen wir dazu, Bettine als Kind se sehen zu wollen, zu müssen, die ein Genie verehrt, in Sphären eines Gottes erhebt und dann damit aber auch das Bild Goethes nach seinem Tod ganz entscheidend prägt. Also, die Frau als Kind in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts das ist durchaus etwas Positives, etwas sogar, was sie fast auf gleiche Höhe mit dem Genie stellt.